Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zum Monatsorakel für den Monat Dezember 2018. Ja, das letzte Monat in diesem Jahr ist angebrochen und wir schauen hier bei diesem Orakel, was sich denn in den letzten Wochen dieses Jahres noch ereignen wird, und zwar für alle Lebensbereiche. Hier oben haben wir drei Karten für deine persönliche Ebene, dann für Liebe, Partnerschaft, dann drei Karten für Beruf, Finanzen, drei Karten für das Highlight und drei Karten, wo noch die Blockaden in diesem Monat sein werden. Und diese Hauptlegung habe ich mit dem Fairy Lenormand ausgelegt. Und dann zum Schluss bekommen wir noch eine Botschaft. Das ist die Karte hier in der Mitte. Und zwar aus dem Schutzengel-Tarot. Die Botschaft für diesen Monat. Das ist eine allgemeingültige Legung, das heißt, das, was ich hier zeigt, kann 1:1 auf dich zutreffen, kann nur zu Teilen passen, muss aber eben auch nicht. Diese Legung gibt es natürlich auch als Videolegung oder E-Mail-Legung, auch als WhatsApp-Legung. Da bekommst du diese Legung eben auf WhatsApp. Diese Legung kommt übrigens sehr, sehr gut bei euch an. Also es gibt hier wirklich schon Kundinnen und Kunden, die das wirklich jeden Monat buchen, weil ihr so begeistert auch seid von dieser Legung und dass das eben auch sehr zutrifft, was hier zu liegen kommt. Natürlich kann es auch sein, dass sich ein paar Themen auch noch in den nächsten Monat mitnehmen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass Punkt am 31. Dezember diese Legung keine Gültigkeit mehr hat. Also ihr dürft euch auch nicht wundern, falls sich dann hier natürlich auch noch Themen Anfang Januar zeigen. Ja, also das ist natürlich durchaus möglich. So ist diese Legung aufgebaut. Ich habe euch natürlich die Karten in der Infobox verlinkt. Ich habe euch auch die wunderbare Kerze in der Infobox verlinkt, also die Homepage kerzenwelt.de gibt es diese Kerzen. Und ja, ich beginne natürlich jetzt gleich mit dieser Legung. Seid gespannt, was sich hier zeigt. Vielleicht seid ihr auch schon mittendrin im Geschehen quasi, was sich hier in den Karten zeigt. Oder das kommt eben alles noch. Oder wie gesagt, kann auch sein, dass das gar nicht kommt. Es ist halt nicht mit einer individuellen Legung zu vergleichen. Schauen wir uns mal den persönlichen Bereich an. Hier geht's also um dich sozusagen. Da haben wir das karmische Kreuz. Es kommt also zu schicksalhaften Belastungen, zum Karma, zu einer Lernaufgabe. Dann haben wir den Anker. Das heißt also, du wirst jetzt hier wirklich schon die Lernaufgabe haben, dich quasi mit dem Leben fest zu verankern, mit beiden Beinen im Leben stehen. Es kann natürlich auch sein, dass hier die Arbeit damit gemeint ist, aber da es hier der persönliche Bereich ist, würde ich jetzt eher sagen, hier geht es um dich und um deinen persönlichen Weg, denn wir haben hier unten ja auch noch die Kategorie Beruf, Finanzen. Ja, also hier geht es wirklich darum, dass du mit beiden Beinen fest im Leben stehst, dass du zu dem stehst, was du möchtest und eben das auch formulierst, was du nicht mehr möchtest. Und natürlich auch steht der Anker ja auch für die Festigung, ja, auch an dir selber arbeiten. Das kann natürlich auch bedeuten, dass du eben in diesem Monat ganz, ganz stark an dir arbeitest, an deinen dir auferlegten Lernaufgaben sozusagen. Und dann haben wir das Haus. Du wirst also auch sehr friedlich sein, mit dir wirklich sehr verwurzelt sein, dass du dich vielleicht wieder vermehrt auch zu Hause aufhältst, dass du einfach jetzt, ja, so die Zeit zu Hause genießt, dass du die Zeit auch wirklich zu Hause brauchst und dass du hier wirklich auch eine Lernaufgabe hast, hier wirklich, ja, an dir zu arbeiten, vielleicht auch wirklich an einer privaten Situation auch arbeiten, die dir auch wichtig ist. Ja, also du stehst hier auf jeden Fall mit beiden Beinen im Leben oder aber es geht, weil das Haus steht ja auch für das feste Fundament. Ja, der Anker für die Verankerung. Also vielleicht ist es für dich wirklich eine Lernaufgabe in diesem Monat, dich fest mit deinem Leben zu verwurzeln, zu verankern, ein festes Fundament aufzubauen und einfach auch wieder mehr, ja, für dich tun, an dir arbeiten und einfach auch wieder mehr, dich um dein Leben sozusagen auch kümmerst, um deine Bedürfnisse. Das ist eben auch das, was ich so reinbekomme, wenn ich mir diese drei Karten
anschaue. Das ist also hier dein persönlicher Bereich. Jetzt schauen wir uns Liebe Partnerschaft an und hier ist es egal, ob Partner, Wunschpartner, Partner, Single. Wir schauen einfach, welche Karten sind gefallen. Wir haben hier die Routen und ich glaube, das hatten wir ja im letzten Monatsorakel, glaube ich, weil da habe ich dieses Beispiel genannt, wenn man sich hier diese Karte anschaut, einer redet, der andere hält sich die Ohren zu, ja? Also es geht hier schon oder kann im partnerschaftlichen Bereich um Auseinandersetzungen, um Diskussionen, aber auch vielleicht mal um einen Streit gehen. Schauen wir mal die weiteren Karten. Dann haben wir die Wolken für die Unklarheiten. Das kann auch ein Mann, eine Frau unter Anführungszeichen sein, die eben, mit der es eben sehr, sehr schwierig ist, kann auch ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin sein, wo man eben hier Diskussionen führt. Und dann haben wir noch den Mond für Gefühle, für Emotionen. Die Gefühle, die Emotionen, die sind in diesem Monat noch sehr unsicher. Ja, man wird auch sehr unsichere Gespräche führen. Also da geht es eben noch nicht in die Klarheit. Vieles ist noch unklar. Man versucht vielleicht auch diese Unklarheiten im Bereich der Gefühle, wenn man jetzt einfach denjenigen fragt, ja, was ist das? Was empfindest du? Ja, da wird es aber noch keine klare Antwort geben, falls du hier die oder derjenige bist, der hier eine Aussprache möchte. Ja, das bleibt noch sehr unsicher, sehr schwammig. Es kann auch sein, dass der andere auch ein bisschen gereizt reagiert und es dadurch vielleicht auch zu einem kleinen Streit kommt. Ja, es kommt zu Diskussionen, weil es eben auf emotionaler Ebene noch sehr unsicher ist. Ja, das ist noch sehr, sehr schwammig. Also könnte man hier schon sagen, wenn du darauf hoffst, dass es in diesem Monat zu klärenden Gesprächen kommt, vor allem was die Gefühle betrifft, ja, dann wird das eben in diesem nicht mehr kommen, ja. Also es bleibt in diesem Monat, wie gesagt, noch sehr schwammig, sehr unsicher. Also ja, da wird so die große Klärung nicht geben oder ja, sagen wir so, man wird sich zwar auseinandersetzen mit der Thematik, aber wie gesagt, Liebe, Partnerschaft zeigt sich in diesem Monat etwas schwierig. Ja, natürlich auch wegen Weihnachten, da ist man halt auch, wie gesagt, ja, selber auch sehr unsicher und vielleicht auch mal sentimental und da gehen halt vielleicht auch mal die Pferde mit einem durch. Also so die große Klärung, falls es hier Auseinandersetzungen und Diskussionen gibt, wird es eben in diesem Monat nur unter erschwerten Bedingungen geben. Ja? Schauen wir uns jetzt Beruf und Finanzen an. Was zeigt sich denn hier? Hier haben wir den Brief für die Nachrichten. Dann haben wir eine Überraschung und dann haben wir noch die Lilien für die Harmonie, für die Balance. Also beruflich, finanziell kann es zu Nachrichten kommen, die für dich auch sehr überraschend sind und die werden auch sehr harmonisch sein im Beruf, in den Finanzen kehrt Balance ein, es geht sehr harmonisch zu, vielleicht mit den Kollegen auch sehr harmonisch, vielleicht bekommst du auch eine Aufmerksamkeit, ein Geschenk, ja, oder eine Einladung, was weiß ich, ja, also beruflich sieht sehr, sehr gut aus, vielleicht aber auch bekommst du ein Geldgeschenk. Ja, denn natürlich auf die Finanzen gedeutet, kann es auch sein, dass du hier Nachrichten bekommst, die hier wirklich auch ein finanzielles Geschenk, ein Geldgeschenk mit sich bringen, vielleicht auch von einem Familienangehörigen. Hier haben wir Blumenstrauß und Lilien sind auch so die Eltern. Ja, vielleicht bekommst du auch ein Geldgeschenk, eine Überraschung, ja, von deinen Eltern. Das kann es sein, ja, dass es hier ein finanzielles Geschenk gibt. Oder wie gesagt, von Kollegen, vom Chef, vielleicht auch eine Einladung, vielleicht auch, weiß ich nicht, Konzertkarten, was weiß ich, ja. Also beruflich, finanziell sieht es sehr, sehr gut aus, wenn du auf Nachrichten wartest, wenn du zum Beispiel einen Job suchst, du hast dich beworben, wirst du auf jeden Fall hier eine Einladung eine schriftliche Einladung quasi zu einem Bewerbungsgespräch bekommen, ja, oder du wartest auf anderweitige Nachrichten, dann wird hier auch das positiv sein, ja, also beruflich, finanziell sieht es sehr, sehr gut aus, kann mitunter wirklich auch ein Geldgeschenk sein, ein materielles Geschenk oder einfach auch eine Einladung,
Ja, in diese Richtung. Also lasst euch hier auf jeden Fall überraschen. Beruflich, finanziell sieht es sehr, sehr gut aus und da kommt auch die Harmonie, die Balance rein. Also das sieht hier wirklich sehr, sehr gut aus. Schauen wir uns jetzt dein persönliches Highlight an. Da haben wir das Kind für einen Neuanfang oder hier tatsächlich Kinder, ein Kind. Dann haben wir den Ring für Partnerschaft oder Verträge. Da können wir jetzt ja, zweideutig deuten sozusagen. Und dann haben wir die Vögel für die positive Aufregung. Wir haben ja jetzt hier das Highlight. Es gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder kommt es hier zu einer positiven Aufregung, weil es in einer Partnerschaft einen Neubeginn gibt. Das könnte ein Highlight sein. Das zweite Highlight kann sein, dass du Kinder hast oder ein Kind hast oder mit Kindern zu tun hast, wo man vielleicht schon längere Zeit miteinander nichts oder nichts voneinander gehört hat oder sich gesehen hat, wo eben dieses Kind, diese Kinder quasi wieder verbindlicher zu einem werden, dass dich zum Beispiel ein Kind auch anruft. Ja, und dass es hier mehr jetzt wieder zu besserem Kontakt und zu Verbindlichkeit zu einem Kind kommt, weil ja auch die Vögel für Telefonate steht. Das ist die zweite Möglichkeit oder die dritte Möglichkeit ist, dass du einen Anruf bekommst, dass hier ein Vertrag neu aufgesetzt wird, dass es hier in vertraglichen Angelegenheiten zu einem Neuanfang kommt und das wird für dich auf jeden Fall eine positive Aufregung sein. Also diese drei Möglichkeiten sehe ich. Es kann natürlich sein, dass du diese drei Karten, wenn du ein bisschen selber auch Karten legst, auch anders deutest. Das ist natürlich auch wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Aber hier haben wir auf jeden Fall als Highlight den Neubeginn. Entweder mit einem Kind, in einer Partnerschaft oder mit Verträgen. Ja, da kommt es zur positiven Aufregung. Also das klingt richtig, richtig gut als Highlight. Dann schauen wir uns an, natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, das wäre jetzt zum Beispiel die Partnerschaft das Thema, ja, das ist das Highlight, haben wir ja hier noch die Unsicherheit. Dann könnte man jetzt natürlich sagen, okay, in der Liebe, in der Partnerschaft ist es noch zwar sehr unsicher, ja, aber als Highlight haben wir trotzdem den Neubeginn. Ja, also wird das eben hier quasi nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wenn jetzt hier wirklich das Thema Partnerschaft dein Highlight ist. Dann, sonst kommen natürlich auch noch die anderen Möglichkeiten auch noch zutage, wenn eben hier Partnerschaft jetzt nicht dein Highlight ist. Ja, also wenn man das jetzt hier miteinander verbindet. Jetzt schauen wir uns noch die Blockaden an für diesen Monat, was also noch schwerfällt, wo es noch Hindernisse gibt. Da haben wir die Sense für die Verletzungen. Wir schauen aber jetzt hin, wo die Sense oder wo das Messer sozusagen hinschlägt. Das ist so das verletzende Thema. Und da haben wir den Fuchs für Unehrlichkeiten. Es ist also hier, finden vielleicht noch Unehrlichkeiten statt, vielleicht auch noch nicht der richtige Zeitpunkt für irgendeine Situation. Ja, es gibt vielleicht noch oder gab Verletzungen. Ja, und das blockiert eben jetzt momentan noch. Und dann haben wir die Liebe, das Herz. Also, es ist in der Liebe vielleicht auch noch sehr, wie soll ich sagen, jetzt nicht unehrlich, unter Anführungszeichen, ja, aber es liegt hier auch auf der Blockadenebene. So müsste ich jetzt deuten, weil der Fuchs ja auch in die Sense reinschaut. Die Sense schlägt quasi den Fuchs ab. Das heißt, die Unklarheiten oder die Unehrlichkeiten, von denen trennt man sich und die Liebe ist quasi sozusagen ehrlich, weil die Schwanzspitze ist immer das, was ehrlich ist. Aber wir haben ja hier noch auf der Blockadenebene, das behindert noch. Dieses Thema ist noch blockiert. Das heißt, Ehrlichkeiten in der Liebe, dass Unehrlichkeiten jetzt wirklich oder dass man sich von Unehrlichkeiten trennt, ja, das ist noch blockiert. Ja, also wir haben zwar partnerschaftlich den Neubeginn, ja, das ist auch sehr positiv und sehr aufregend, aber dennoch haben wir auf der Liebesebene schon noch Blockaden. Ja, dass man vielleicht hier, falls jetzt wirklich der Neubeginn in der Liebe für dich angezeigt ist, in der Partnerschaft für dich angezeigt ist, vielleicht auch eine neue Partnerschaft, ja, das muss ja nicht unbedingt mit deinem Wunschpartner, mit deinem Partner sein, das kann auch eine ganz neue Partnerschaft sein, haben wir trotzdem noch, was die Gefühle betrifft, die Liebe betrifft, noch ein paar Blockaden und Hindernisse. Man tut sich einfach auch noch schwer, ja, ehrlich, die Gefühle zu gestehen, das sind einfach auch noch Blockaden da.
Es ist einfach auch noch vielleicht der falsche Zeitpunkt in diesem Monat. Und es ist einfach noch blockiert, sozusagen, dass man hier ja sich von diesen Unehrlichkeiten trennt, ja. Oder es ist einfach in diesem Monat noch sehr schwierig, ehrlich hier wirklich auch zu seinen Gefühlen zu stehen, denn die Liebe, die ist ja ehrlich, ja. Aber das ist noch auf der Blockadenebene. Das ist ein Thema, das noch blockiert. Also man tut sich einfach in diesem Monat schwer, ehrlich zu seinen Gefühlen zu stehen. Obwohl hier, wenn hier die Partnerschaft angezeigt ist, ein Neubeginn ist, ja. Aber dennoch ist man noch so im Zwiespalt und vielleicht auch nicht ehrlich zu sich selbst, was die eigenen Gefühle betrifft. Ja, das ist das Thema, das jetzt hier einfach auch noch stark blockiert ist, aber das kann man ja auch lösen. Ja, das sind ja Dinge, die ja nicht lösbar sind. Aber das sollte man hier wirklich auch noch beachten, dass eben, wenn es hier um die Gefühle geht, das einfach noch der falsche Zeitpunkt ist, über die Gefühle zu sprechen, hier wirklich auch ehrlich zu sich selber zu sein. Da tut man sich einfach auch noch schwer oder dein Gegenüber tut sich hier einfach noch schwer. Ja, aber nichtsdestotrotz kann es sein, dass es für dich einen partnerschaftlichen Neubeginn gibt, vielleicht auch mit einem ganz neuen Partner. Das ist so die Hauptaussage dieser Legung. Ja, Neubeginn in Partnerschaften, vielleicht auch mit dem neuen Partner, aber eben was die Gefühle betrifft. Wir haben ja hier auch den Mond für die Emotionen, die Gefühle. Da sind einfach noch Schwierigkeiten. Da tut man sich einfach in diesem Monat noch schwer. Ja, im nächsten Monat kann das schon wieder ganz anders aussehen. Aber so als große Tendenz haben wir hier wirklich vor allem Neubeginn im partnerschaftlichen Bereich oder eben im Bereich der Verträge. Auch eine berufliche Überraschung, ein Geldgeschenk kann hier kommen. Aber eben emotional haben wir hier in diesem Monat noch ein paar Schwierigkeiten und ein paar Blockaden. Natürlich Weihnachten, da tun sich viele auch schwer, Gefühle zu zeigen. Da ist man auch sehr sentimental. Und da gibt es halt einfach auch Leute, denen das einfach schwer fällt, ja, und dort, denen kann man das natürlich auch nicht vorwerfen. Das ist halt, ja, jeder geht halt mit dieser Zeit ganz anders um. Und hier haben wir wirklich, dass das Thema Emotionen, Gefühle hier noch ein bisschen erschwert ist. Schauen wir uns jetzt an, was die Schutzengel dir mitgeben wollen für den Dezember. Und da haben wir 9 des Handelns. Du hast hart dafür gearbeitet, die Dinge zu manifestieren, die du in deinem Leben schätzt, wie zum Beispiel liebevolle Beziehungen, fantastische Errungenschaften, ein schönes Zuhause. Sei versichert, dass all diese Schätze und du selbstständig unter dem Schutz deiner Engel stehen. Im Gegenzug brauchen Mutter Erde, die Tiere und die Umwelt deinen Schutz. Also du bist wahrscheinlich auch in diesem Monat sehr stark im Handeln, ja? 9 des Handelns steht eben hier für die Aktivität. Du hast in der Vergangenheit viel getan, wirst vielleicht auch jetzt in diesem Monat auch sehr viel tun, vielleicht auch für die Tiere, für Mutter Erde dich einsetzen und du wirst einfach dafür belohnt. Ja, du wirst einfach belohnt für dein Handeln und du wirst auch in diesem Monat voranschreiten, tun, machen, in die Handlung gehen und dafür wirst du letzten Endes hier auch wirklich belohnt. Das ist hier wirklich so die Hauptaussage dieser Karte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dezember. Alles Gute, viel Gesundheit, viel Liebe und ich freue mich natürlich auf die nächsten Orakel. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.